Willkommen zum neuen Teil auf Behind You. In dem heutigen Video geht es um das Thema Tod. Und was der Tod mit Tieren hier oben auf sich hat, kannst du dir gleich im Video anschauen. Dieses Video ist auch schon etwas älter und wir hatten uns erst überlegt, dieses Video nicht auszustrahlen. Aber wir möchten euch diese Szenen nicht vorenthalten. Schau dir jetzt dieses Video an. Ja, schön, dass du wieder reingeschaut hast. Ich bin jetzt gerade hier in diesem Raum. Hinter mir ist der Lars von Rituale.de. Und ja, was passiert ist, widerspricht so ziemlich jeglicher Logik. Wir hatten ja auch euch schon mal erwähnt, dass hier eines Abends die ganze Fensterfront, jetzt war genau in der Nacht was gewesen, ne? Genau. Dass in der Nacht die Fensterfront runtergeknallt ist, wo wir ja hier auch schon die ganzen Scherben haben. Ich zeige euch das mal. Da ist ja eine ganze Fensterfront runtergeknallt. Das, was aber jetzt passiert ist, das hat uns so ziemlich komplett den Atem verschlagen. Überall im Raum, hier, wo wir unsere Rituale tätigen, sind tote Fliegen. Das heißt, die sind überall gerade alles voll. Auch hier, das ist auch die Pappe. Wir haben hier sogar eine Wespe. Eine tote Wespe. Hier sind alles voller Fliegen. Und hier im Hinteren, ich gehe da auch mal rüber, sind auch hier zwischen sogar sind tote Fliegen. Hier sind tote Fliegen, hier sind tote Fliegen. Also überall sind hier tote Tiere gerade. Also super, super krank. Also hier überall ist alles voll. Und das ist heute Morgen Lars aufgefallen, wo er nach oben gegangen ist. Wir haben gestern hier zwei Insta-Streams gemacht. Wir haben zwei Instagram-Streams gemacht und wir haben die neue Puppe, diese verfluchte Puppe, die wir bei Simon Unge mit dem Streaminghaus hatten, hier oben gehabt. Puh, boah, hier oben ist so eine schlechte Luft gerade. Hier kriegt man ganz schlecht Luft im Moment. Wir haben auf jeden Fall hier zwei Streamings gemacht. Wir haben erstmal einen Stream gemacht hier oben, wo wir auch mit der, ja genau, mach mal Fenster, wo wir mit der Ghostbox Kontakt hatten und noch mit dem Ouija. Und es ist dann so eskaliert nachher, dass wir nachher den Stream auch bei Lars auf rituale.de auf Instagram weitergeführt haben, damit wir weiter mit euch live berichten konnten. Es ist dann so gegangen, dass die Stimmung wie im... Alles gut? Ja, ich muss runter. Geht gar nicht. Krass. Okay, Lars muss raus. Das ist so, dass die Stimmung am Anfang wirklich total ausgelassen und cool war. Und die stürzte nachher so richtig ins Bodenloch. Dem geht's gar nicht gut gerade. Auch am Husten gerade. Da ist die Stimmung so richtig runtergesaust. Es ist wirklich von happy, alle glücklich, alle total gut drauf. Und dann konnte man richtig sehen, so boom, richtig abgestürzt. Lars war wirklich nervlich, echt fertig. Der konnte gar nicht mehr. Und wir haben auch eigentlich gestern noch Videos machen wollen. Wir haben kein einziges Video gemacht, weil wir einfach total neben der Spur waren, weil er so anstrengend war. Ja, jetzt haben wir zwei Vorfälle, ne? Zum einen, dass hier die ganze Fensterfront runtergeknallt ist, dass wir hier Glassplitter haben und dass hier halt überall diese toten Tiere sind, Leute. Das ist so ekelig, weil hier überall tote Tiere hier gerade rumliegen im ganzen Raum. Egal wo ich gucke, selbst auf Ouija daneben, überall, ja selbst hier oben drauf sind tote Fliegen, hier überall. Also richtig absolut eklig und hier oben kriegt man ganz schnell Luft gerade. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier erstmal sauber machen müssen, weil das sieht hier aus wie Sau hier oben. Und heute ist ja auch unser Fantreffen. Du siehst jetzt klar, oder ihr seht das Video erst natürlich ein bisschen später, aber es ist nicht erklärbar im Moment. Leute, schön, dass ihr reingeschaut habt. Für alle Fans von Behind You, ihr wisst, dass hier immer sehr merkwürdige Sachen bei uns passieren oder mit den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Es nimmt ja wirklich immer mehr langsam so ein Ausmaß an, wo wir jetzt auch nicht wissen, was hat es zu tun. Sind es jetzt auch vielleicht diese drei Ouija-Bretter, die wir hier, Entschuldigung, wir haben jetzt sogar vier Ouija-Bretter. Wir haben hier einmal das Ouija-Brett hier unten, das neue vom Lars. Wir haben unser altes Ouija-Brett, was auch voller Fliegen ist. Wir haben das Ouija-Brett, das alte Ouija-Brett. Und es sind ja
Alter, ich krieg kaum Luft hier. Ganz interessante Phänomene, die immer mehr auftreten. Leute, schön, dass ihr auf jeden Fall hier wieder... Was ist das denn? Hier ist noch ein Gerät an. Wow. Schön, dass ihr auf jeden Fall reingeschaut habt, wieder bei Behind You. Wir halten euch auf dem Laufenden und verfolgt uns weiter, denn wir sind dem Rätsel vielleicht auf der Spur. Wir wissen zwar nicht, was es damit auf sich hat, denn wir erforschen für euch das Paranormale. Ich wünsche euch alles Gute, euer Marc.